Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute sind wir hier wieder bei Sascha Vernünftig mit der Folge 422 und ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir fangen gleich an, aber bevor es richtig losgeht, genau diesen wunderbaren Kanal nochmal abonnieren, Glocke betätigen, damit ihr auch wirklich kein weiteres Video mehr verpasst und nette Kommentare drunter und wenn ihr so ein durstiges Gefühl habt, liebe Freunde, und euch ein bisschen schlappel fühlt, aber trotzdem gesund ernähren wollt, dann habe ich hier was für euch. Schaut euch mal um hier bei Holy und wenn ihr was Leckeres gefunden habt und ihr werdet was Leckeres finden, hundertprozentig, dann benutzt ihr meine Codes, dann spart ihr noch ein bisschen was. Bei mir bleibt auch noch was hängen, da freue ich mich. Und ich würde sagen, wir machen eine Schalte rüber und dann geht es auch schon los. Bitteschön. Eure Videos. Tag Gemeinde, willkommen zur Folge 442. Viel Spaß. Werden wir haben. Hier ist wieder so ein Video, wo auch die Verwirrung verwirrt ist. Okay, ja, da benutzen die jetzt unsere Spur. Die müssten eigentlich hier hinten hin, auf diese Spur. Ist immer ein bisschen schwierig, gebe ich zu, weiße Markierungen und nasse Fahrbahn, das ist immer schwer zu erkennen, aber was ich jetzt hier erkenne, ist eigentlich, dass man sie gut erkennt. Ne? Aber vielleicht sind auch die Barken ein bisschen verwirrend aufgestellt, dann geht hier mal ein Licht hin, da geht kein Licht hin und es ist schon ein bisschen, ja, ist ein bisschen unübersichtlich, gebe ich zu. Ja. Der hat's verstanden hier. Der hat's verstanden. Er weiß, wo er lang muss. Er konnte sich jetzt entscheiden. Folge ich den Transporter oder folge ich ihn hier? Irgendeiner von den beiden hat recht. Also so eine 50-50 Chance. Er hat sich leider für die falsche Seite entschieden. Hä? Wie ist denn da die Spurführung, dass die das alle vergeigen? Er versteht's wieder? Verstehe ich nicht. Ist doch alles in Ordnung. Die haben eine durchgezogene Linie, die dürfen hier gar nicht rüberkommen. Ja. Warum machen sie es trotzdem? Lemminge, wenn der eine es zuerst macht, die anderen fahren dann hinterher. Gruppenzwang. Also das verstehe ich nicht. Aber man muss schon sagen, es ist ein bisschen, also die Baustelle ist nicht aufgeräumt, sage ich mal so, von den Barken jetzt her. Auf einer Autobahn fahren wir hier zwar nicht, aber trotzdem gibt es hier anständige Ein- und Ausfahrten auf dieser Bundesstraße. Das sieht doch sehr stark nach einem Schwarzfahrer aus. Schwarzfahrer sei schon, Falschfahrer. Ja. Und wenn der so da rauskommt, dann ist er ja schon als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Sag mal. Ja, Geisterfahrer. Ja, speicher das mal. Also da kriege ich Entenpelle. Jetzt gucken wir uns aber noch gerade diese Straße an, die ja so ist. Zumindest so lang, wie das Video geht. Naja, es ist eine Kraftfahrstraße, Bauart ähnlich wie eine Autobahn. Ja, es ist halt wie eine Autobahn geregelt. Hier wird auch nur links überholt, Rechtsfahrgebot, von rechts wird nicht überholt. Ja, wissen wir ja alle Bescheid. Die muss ja hier so gefahren sein. Ja. Ja, dumm, pass auf, ja, und nochmal vor der Kurve, da kommt auch einer, ja, absolut dumm. Hier haben wir wieder alle Leben riskiert, nur damit wir selbst eine halbe Sekunde schneller an Ziel ankommen. Super, Egoismus pur, gehört Gorfeig. 130 km/h dürfen wir hier, ja. Für 130 km/h ist das mir aber echt ein sehr geringer Sicherheitsabstand zum Vordermann. Die fahren wir ja auch. Ja. Und ich verrate es euch schon mal, der silberne Opel da in der Mitte, der möchte jetzt gleich links rein vor uns. Naja. Und wärt ihr jetzt kurz vom Gas gegangen, um ihn reinzulassen? Auf jeden Fall. Also runter vom Gas. Ich mal davon abgesehen, dass ich nicht zu dicht auffahren würde. Ja. 130, wie viel Sicherheitsabstand haben wir da bei 130? 60, 65, 70 Meter müssen wir da so ungefähr einhalten. Sieht mir ein bisschen enger Check aus. Jedenfalls zieht gnadenlos durch. Natürlich, der kommt nicht überraschend, der Opel. Der hat hier blinkt, er hat hier gehofft, dass wir reagieren und zieht rüber, aber Cake denkt sich, nö. Schwierige, sehr, sehr schwierige Belehrung von unserer Dashcam. Und dübelt da immer noch dran vorbei. So, jetzt ist der Opel-Fahrer jetzt erstmal total schockiert. Wie kann man denn sowas machen?
Wieso bügelt man jetzt nicht meinen Fehler aus und bringt mich jetzt so in Gefahr, obwohl ich jetzt hier falsch handle? Also heißt, ich mache den Spurwechsel hier rüber, obwohl ich nicht darf. Ach, fand ich nicht gut. Hätte man reinlassen können. Aber einfach rüberziehen, wenn man nicht reingelassen wird, bringt es natürlich auch nicht. Richtig. Und jetzt beschwert er sich noch mit Lichthupe. So, und jetzt kommt das Emotionsrad langsam zu rollen. Cake fühlt sich jetzt natürlich total angegriffen. Was, du machst einen Fehler, ja, bedrängst mich und dann beschwert sich noch, weil ich dich nicht reingelassen habe. Gib mir nicht Lichthupe, wenn du reinfährst. Ja, so, jetzt geht's weiter. Und Cake geht voll auf die Provokation. Also entweder voll. Der Opel ist immer noch total angepisst oder er hat hoffentlich einfach nur aus Versehen sein Dauerfernlicht angemacht. Schöne Grüße aus Leipzig. Hier gibt es ja Straßenbahnen, wie man gerade sieht. Und manchmal fährt man auf den Gleisen, manchmal fährt man neben den Gleisen. Kommt immer drauf an. Denkt dran bitte, Schienenfahrzeuge haben nicht automatisch Vorfahrt. Schienenfahrzeuge müssen sich genauso an die Verkehrsregeln halten, wie wir Autofahrer oder Kraftfahrer generell auch. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Viele denken immer, oh, wenn die Straßenbahn kommt, muss ich anhalten. Nein, es wirkt nur so, weil das so ausgeschildert ist, dass wir Vorfahrt gewähren müssen oder mit Ampel geregelt ist, immer wenn die Straßenbahn kommt, dass sie durchpfeffern kann. Ja, damit sie ihren Plan einhalten kann. So. Aber ist dort keine Ampel und keine Schilder, die irgendwas sagen, dann müsste die Ampel, dann müsste die Bahn, die Straßenbahn oder die Tram zum Beispiel an einer Rechts-vor-Links-Situation anhalten, wenn sie von links kommt und wir von rechts kommen. Ja. An, wo so eine Haltestelle ist und bla 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 und so weiter. Nun fahren wir total lahmarschig hinter so einer Straßenreinigung her. Ja. Und der Rote vor uns denkt sich, geil, ich kenne einen super Trick. Ich fahre einfach jetzt über die Sperrfläche, über die Schienen und an allen dran vorbei. Tja, wie peinlich, dass gerade die Straßenreinigung auch rechts ranfährt und uns alle vorbeilässt. Und der König schön über die Sperrfläche drüber. Jawohl, aber das Ding ist jetzt, finde ich sehr schön, die Kehrmaschine fährt jetzt rechts ran, also blöderweise auf dem Fahrradweg. Und da ist jetzt auch ein Fahrradfahrer, der wird jetzt auch blockiert. Okay, nicht so geil. Den Radfahrer. Aber nicht verboten, wegen das Arbeitslicht hier oben. Wenn das an ist, darf der Gerät hier darf sehr viel. Darf zum Beispiel auch verkehrt rum in eine Einbahnstraße reinfahren. Und. Darf auf dem Bürgersteig fahren. Aber natürlich unter strenger Beobachtung, man darf niemanden gefährden oder behindern. Und somit mit dem Fahrradfahrer ist schon ein bisschen kritisch. Der hätte vielleicht warten können, bis der Fahrradfahrer durch ist. Und dann fährt er hier drauf. Ne? So, okay. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es geht um ihn. Komisch, jetzt fährt er hier rechts ran, jetzt fließt es wieder. Und er befindet sich auf den Sonderstreifen, wo er überhaupt nichts zu suchen hat. Ein bisschen ungeschickt, ja. Aber die dürfen da fahren. Was ist denn, wenn jetzt hier so dieses Steinbett anfängt? Wisst ihr, was ich meine? Und dann hört hier der Asphalt auf. Ja, dann hat er ein Problem. Aber gut. So, jetzt geht's hier weiter. Die lassen ihn natürlich nicht rein. Ne? Die haben gesagt, Digga, warum soll ich dich jetzt hier reinlassen? Und jetzt ist er genau wieder an derselben. Jetzt ist er genau wieder an derselben Position. Ja. Ey, wenn Dummheit wehtut, dann braucht er aber richtig Schmerztablett. Fädelt aber sich richtig wieder hinten ein. Schlecht, so schlecht. So, Hindernis auf unserer Seite, wir haben schön gewartet, fahren weiter. Interessant ist auch Hindernis auf der anderen Seite. Ich frage mich gerade, warum wir hier so viel Platz haben und der Gegenverkehr nicht so viel Platz hat. Ich glaube, das ist eine ausgewiesene Parkbucht, kann das sein? So, aber es geht jetzt um den Fahrradfahrer. Entschuldigung, ich habe mir ein bisschen versprochen oder zu viel gequatscht. Wir spulen kurz nochmal zurück. So, schauen wir uns das mal an. Aus dem Nichts heraus kommt er. Ohne zu gucken, der guckt nicht nach links, der guckt nicht nach rechts, gar nichts. Fährt einfach, zwingt uns zu bremsen, er bleibt auch nicht stehen, er fährt jetzt einfach weiter. Und das Allerschärfste ist, achtet mal hier drauf, hier hängt sein Helm dran. Ja? Eigentlich bei so einer Fahrweise müsste der Helm auf jeden Fall hier oben drauf sein. Hier. Und nicht hier. Also da merkst du doch schon, wow, okay, was ist das für ein Mensch? Vielleicht denkt er sich noch so, wow, ein bisschen Glück gehabt, ich bin nicht tot. Ja, weiter geht's. Die oder der hat zu keiner Zeit keine mal Ahnung nach links geguckt. Ja. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil es jetzt aber den ganzen Beifahrersitz abgeräumt hat, hält er hier an. Und der Golf, der hinter ihm war, hält tollerweise auch noch neben ihm an. Na. Alles gut.
Ja. Alles gut, ich hab's auf Kamera, dankeschön. Dankeschön, alles gut. Ja, super. Eieieiei. Und wenn du den dann noch umlegst, ja, weil er aus dem Nichts kommt, ey, glaub mir, du kriegst dann auch noch Schuld. Der Große muss auf den Kleinen aufpassen. Ja, der ist mir aber hier vor, ja, egal, das, damit muss man halt rechnen, da war es halt nicht aufmerksam. Also nicht hundertprozentig Schuld, kann ich mir nicht vorstellen, aber er kriegt guten Anteil an Schuld an diesem Unfall. Nicht hundertprozentig, wie gesagt, aber einen großen oder einen guten Anteil bekommt er schon zugeschrieben. Mann, ey. Hier kommt gleich eine Ausfahrt und es staut sich auf der Ausfahrt schon zurück bis auf den Standstreifen und dann kommt es zu so einer komischen Situation. Er macht ja eigentlich alles richtig, weil er weiß, okay, ich habe jetzt hier noch, was weiß ich, 1000 Meter oder so. Ich fahre jetzt schon mal rüber auf die rechte Spur. Damit, wenn die Barken anfangen, 300, 200, 100, wenn die 300 Meter Barke anfängt, dass ich dann schon mal auf der rechten Spur bin und bei Beginn des Ausführungsstreifens schon gemütlich wechseln kann. So, jetzt macht er den Spurwechsel. Sieht, verdammt, die stehen hier ja schon. Und dann zieht er rüber und sagt sich, ey, ich muss ja hier auch raus. Und zieht hier so knallhart rüber und stellt sich hier hin. Gefährlich ist natürlich nasse Fahrbahn. Der Seitenstreifen wird nicht viel benutzt. Ja, das bedeutet, dort erlegt sich Dreck, Schmutz, Staub ab. Und wenn es dann regnet, wird es ein richtig schöner Schmierfilm. Und wenn er jetzt hier so knapp jetzt hier drauf kommt und voll auf die Bremse drückt, kann wirklich sein, dass er durchrutscht und hinten drauf fährt. Andersrum kann auch sein, dass hier hinten derjenige, der von hinten kommt, wir wissen ja, kann ja sein, dass hier einer kommt, weiß, dass hier Stau ist und hier schon rüberzieht. Und auf einmal taucht er plötzlich auf und dann auch wieder, pam, knallt's wieder. Gibt's denn dafür jetzt eine Lösung? Ja. Ich fahre einfach weiter und nehme die nächste Auffahrt. Weil das hier, das ist verboten. Das ist natürlich super gefährlich, das so zu machen, ne? Und jetzt bleibt das natürlich so super gefährlich, weil es immer Leute gibt, die... Guck mal, der bleibt hier stehen und hat versucht, hier reinzukommen. Auf der Autobahn bleibt er stehen, um zu versuchen, hier reinzukommen. Jetzt kriegt er das, glaube ich, mit. Er kommt hier nicht rein oder man lässt ihn nicht rein. Und jetzt blinkt er links. So super gefährlich, weil es immer Leute gibt... So, jetzt blinkt er links und sagt so, ich fahre wieder los. Also wenn da der LKW-Fahrer nicht mitdenkt, oh, das kann dann richtig, richtig böse enden. Absolute Katastrophe. Leute, das macht es. Ihr fahrt bitte weiter bis zur nächsten Ausfahrt. Von mir aus runter, einmal wenden, dann wieder zurück, weil es kann ja sein, dass gegenüber die Ausfahrt nicht so verstaut ist. Ja, dann fährst du halt dann gegenüber runter, musst dann halt nochmal wenden. Oder du fährst die nächste runter und fährst dann über Land dann halt dahin, wo du willst, zurück. Verstehst schon. Ne? Aber sowas, bah, das ist echt. Die hoch da gar nicht mit rechnen, dann vorne irgendwie noch rein wollen, ja, aber nichts funktioniert. Guck dir den LKW, der fährt hier nicht hin, der bleibt auf der mittleren, das ist ihm zu heiß, wenn du sowas die rechte hast, Spur. Sieh zu, dass du links rüberkommst, dass du ja dann vorbeifahren kannst, weil rechts wird es immer Chaos geben. Ja. Nein, fahr da nicht rüber, mach es wie der LKW, bleib in der Mitte, fahr an dem ganzen Scheiß erstmal vorbei. So ist gut, da kommen ja nicht immer irgendwelche Leute, die sich da reindrücken wollen und dann bis zum Stillstand auf der rechten Spur abbremsen. What? Sowas ist hochgradig gefährlich. Absolutely. Schaut mal nach weit hinten, ein Rollerfahrer fährt um die Ecke und wird von einem PKW verfolgt. Der wird vom Fahrrad, Motorrad überholt. Oh! Zustände wie in den USA. Kein Rücklicht. Ja, der hat einen Unfall gebaut. In den parkenden PKW ist er reingerauscht. Genauso berauscht ist er auch unterwegs. Alkohol, Betäubungsmittel im Blut und kein Führerschein. Und der Roller ist auch nicht versichert, nicht angemeldet. Tolle Scheiße. Jetzt kommt noch mehr Blaulicht von hinten. Da hält er mal lieber an und will ihn erstmal vorbeilassen. Ach so, ist ein Krankenwagen, der biegt ab. Okay. Ist ja richtig was los im Ort. Ist ja richtig was los. Da er sich ja selber flachgelegt hat, mussten sie ihn nur noch vom Weg pflücken. Tja,
1,76 Promille. Promille steht für Alkohol. THC ist ja für Cannabis. Ne? Der Cannabis-THC-Wert. So, ganz interessant. Setzt euch da mal bitte mit auseinander, weil es gibt neue THC-Werte. Setzt euch bitte damit auseinander. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Alles klar. Eine allgemeine Verkehrskontrolle wollten sie durchführen. Naja, wenn ich das sehe, in dem Moment, wo er vorbeifährt, hat er sein Rücklicht kaputt. Vielleicht war das der kleine Grund, warum sie ihn anhalten wollten. Ja. Ja, und wenn du dann natürlich abhaust, ne? Tja, schöne Scheiße. Aber wäre es ja sowieso dran gewesen. Die machen ihren Job, was willst du machen? Nochmal zur Erinnerung, alles gut. Diese Kamera ist natürlich zu tief eingestellt. Man kann ja nicht mal die Schilder sehen oder Ampeln. Ah, diese E-Scooter, zu zweit auf dem E-Scooter. Das Gute ist, sie sind auf dem Fahrradweg. Ne? Du, also wenn es keinen Fahrradweg gibt, ja, musst du ja mit dem E-Scooter auf der Straße. Aber ich denke mal auch in gegengesetzter Fahrtrichtung zu zweit. Also wir haben jetzt drei Punkte. Der erste Punkt ist zu zweit. Der zweite Punkt ist gegengesetzte Fahrtrichtung. Dritter Punkt ist aber auf dem Fahrradweg. Hat denn er jetzt hier unser, ich glaube, das ist ein er, ja, er oder sie, jetzt Schuld an der ganzen Sache? Ja oder nein? Jein. Du hast eine Sorgfaltspflicht. Du musst beobachten, du musst gucken. Und nur, weil es verboten ist, dass einer von rechts kommt mit einem E-Scooter oder mit einem Fahrrad, weil das in gegengesetzter Fahrtrichtung ist, schließt aber nicht aus oder befreit dich nicht davon, dass du auch mal reingucken kannst. Weil hätte er oder sie jetzt rechts geguckt, hätte diesen E-Scooter-Fahrer gesehen, dann hätte er anhalten müssen, um die vorbeiflitzen zu lassen. Hat er nicht gemacht. Sorgfaltspflicht missachtet, vorgefahren, pam. Es hat geknallt. Natürlich haben die zwei auf dem E-Scooter den Hauptteil. Na was? Ach, das würde mich mal interessieren, wer jetzt einen Hauptteil bekommt an Schuld. Ob 50-50 oder keine Ahnung. Also sie hätten nicht dürfen auf dem E-Scooter zwei Mann gegengesetzter Fahrtrichtung. Wenn es gegengesetzter Fahrtrichtung ist. Ja. Das ist interessant. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß beim Unfall. Der eine hat Schuld, der andere hat nicht Schuld. Sondern man ermittelt immer, wie viel Prozent du an diesem Unfall beteiligt bist. Ja, oder unschuldig bist. Ja. Nur wenn du an einer roten Ampel stehst und dir fährt einer hinten drauf, dann ist es eindeutig. Dann hast du 0% Schuld. Naja, die beiden da erstmal zu zweit auf diesem E-Roller. So meckert er jetzt oder was? Dann entgegen der Fahrtrichtung, also als Falschfahrer da unterwegs, also auch nö. Ja, und alles in Ordnung? Ich kann es nicht beurteilen. Also ich sehe hier leider kein Schild, was mir sagt, wie die Fahrtrichtung ist. Wir können nochmal, vielleicht sehen wir ja was. Wir gucken mal, sehen wir. Die Kamera ist auch, ich versuche immer so unter der Kamera her hoch zu gucken. So. Die Kamera ist natürlich zu tief. Ich sehe nichts, leider. Ich sehe kein Schild hier, was irgendwie fahrradmäßig mir sagt. Alles in Ordnung, oder? Nee, ich meine, bei Ihnen gesundheitlich, alles gut? Nö, kommt nichts mehr. Okay. Und dann geht's weiter. Oh. Gehen die weg? Naja, ist ja eigentlich Fahrerflucht. Du kannst dich doch nicht einfach vom Unfallort entfernen. Alles schwierig. Er sagt, ja, da kommen die dann mit dem scheiß Roller um die Ecke und er guckt halt nach links. Und dann guckt er nach vorne und denkt, er guckt nicht richtig, als der Roller da vor ihm steht. Ja, man hätte auch nach rechts gucken. Immer rechts, links gucken. Immer gucken. Kann ja auch sein können, dass Fußgänger kommen oder so von rechts. Die dürfen nämlich so laufen, dann von rechts nach links rüber oder wie auch immer. Und kommt ja auch noch aus der falschen Richtung, sagt er. Ja, wir haben den beiden dann auch noch damit konfrontiert. Hier von wegen zwei Leute auf so einem Ding ist nicht erlaubt, die falsche Richtung ist nicht erlaubt. Die haben das alles nicht interessiert, die sind irgendwann weggegangen. Ja. Just hat seine Handynummer noch dagelassen, aber nie wieder was davon gehört. Manche rasen ja durch die Gegend, riskieren ihr eigenes Leib und Leben und das der Menschen, die sie eventuell damit töten könnten. Aber hier ist ein Prachtexemplar, das sein eigenes Kind, gehen wir mal von aus, dass es kein entführtes ist, sein eigenes Kind vorne auf diesem Roller mitfahren lässt. Ob das auf diese komische Art und Weise überhaupt so in Ordnung ist, sei mal dahingestellt. Aber sein Fahrstil ist definitiv, wie auch Verkehrsplanung feststellt, Kindswohlgefährdung.
Es ist schon problematisch, wenn das Kind sich mit am Lenkrad festhält, wo du lenkst. Also ich habe so noch gelernt, wenn du Kinder mitnehmen möchtest, ab einem gewissen Alter, gewisse Größe, gibt es extra Vorrichtungen dafür, Sattel, Sitze, wie auch immer, wie man das alles nennt, gibt es extra Vorrichtungen dafür. So wie er das macht, sollst du es bitte nicht machen. Und der im Schwarzen ist auch eine alte Potsau, weil er seinen Müll aus dem Fenster schmeißt. Ja. So waren sie auch in Kroatien. Alle, bevor es noch grün geworden ist, alle schon losgefahren. Kann das sein, dass da gerade vorne ein Kind drauf sitzt und steuert? Ja. Das ist jetzt nicht wahr hier, oder? Und dann die beiden Hände. Oh, es ist echt, das ist hart. Das ist wirklich... Jo, gib mal Gas. Und hinten kommt die Lala. Die Polypen. Der wird jetzt einkassiert hier, ich hoffe. Na klar, fahren die jetzt hinter ihnen her mit Blaulicht-Sirene, alles drum und dran. Leider nicht. Das war nicht für ihn gemeint, glaube ich. Das ist jetzt nicht dessen Ernst. Das ist ja der Oberspann. Ich wollte da hinten links abbiegen, aber die Show ist gut. Weißt du noch, wo der du lässt den Kleinen, der lässt den Kleinen wirklich lenken und Gas geben. Sag, dass du wirst überall, wo 30 ist, 30 fahren? Ja. Du wirst 40. Ich fahre deswegen hier 40, weil ich muss den verfolgen. Ja, ja, und jetzt das Handy! Jawohl! Das ist doch... Ich mach was falsch. Das ist doch echt nicht... Nee. Das ist doch nicht sein Ernst. Jo, jetzt bei Rot rüber. Komm, gib's ihm. Jawohl! Nein. Mit Kind? Mit ernsthaft? Oh, ist das ein Doppel... Ernsthaft? Also, weißt du, und mit Kind vorne drauf, ja? So, sie hat doch angehalten. Was ist los? Der hat doch angehalten. Geil, oder? Ja, und jetzt fahr doch. Fahr doch. Ich stehe. Angepasst ranfahren, damit auch wirklich jeder versteht, was du vorhast, dass du anhältst. Das wäre hier, ich wäre jetzt auch genauso wie Horstbauer Dashcam, Schirosto, wie Skirosto, ne? Ich wäre jetzt auch voll auf die Bremse gegangen, weil ich damit rechne, dass er jetzt weiterfährt. Und dann noch so, ja, fahr doch, ich stehe doch, fahr. Krass. Leo Scarlife habe ich erzählt, dass seine Kamera zu tief ist, hat er danach auch gleich eingestellt. Alter, was ist denn dem? Was ist denn der denn? Ja, das Video ist nicht so der Hit. Ich habe es der Vollständigkeit halber angenommen. Ich fand das andere Video viel interessanter, was Leo uns mitgeschickt hat. Okay. Und zwar ist er 21, hat seit kurzem seinen Führerschein, hat aber eine schwere Muskelerkrankung und braucht natürlich dementsprechenden Umbauten, um überhaupt im Verkehr teilnehmen zu können. Das ist aber, also das ist ein ganz schöner Umbau. Ja, mein lieber Scholli, wow. Wow, okay. Dieses geile System nennt sich Space Drive und gibt es nur 15 Mal in Deutschland. Ich finde das so geil, was für Systeme das da alles gibt. Mhm. Und irgendwelche Leute haben da richtig Gehirnschmalz investiert, ne? Er steuert das Ding mit Joystick und Sprachsteuerung. Was das kostet, habe ich nicht gefragt. Ich wollte es gar nicht wissen. Das Auto hat vorne Umgebungskameras und zusätzliche Spiegel, damit er die Rundumsicht hat. Blinker rechts. Okay. Wow. Es muss funktionieren, sonst wäre es nicht zugelassen. Und ich bin sprachlos. Das ist also wow. Mega. Und wie schön das ist, dass man trotz mit so einem Handicap trotzdem immer noch selbstbewusst durchs Leben gehen kann, immer noch mobil durchs Leben gehen kann, ohne Einschränkungen. Er wird schon genug Einschränkungen haben. Aber dass man diese Einschränkung lösen konnte,
Finde ich sensationell, finde ich sehr gut und wow, tolle Gerätschaft. Also mega, das ist nicht schlecht, Herr Specht. Wow, super. Freunde, sprachlos verlasse ich jetzt dieses Video und ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit meinen Videos. Ihr könnt hier noch ein bisschen rumwühlen. Hier gibt es noch so einige tolle Sachen von mir und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Das war euer Fahrlehrer des Vertrauens. Bis zum nächsten Video. Wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen. Und jetzt, ich glaube, ich gucke mir das jetzt nochmal an. Das ist ja unglaublich. Das ist ja, wow, nicht schlecht.